Gott, ich will euch meinen Müll zeigen. Fangen wir auch gleich einmal an. Ich habe eine Seife leer gemacht, also ein Seifennachfüllpack von Balea. Ja, das war mit Himbeer und Magnolie, da war sogar mehr drinnen, glaube ich. Es war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Dann habe ich noch leer gemacht von, und da biegt was dran, von einer Maske, finde ich toll. Von Action war die, das ist so eine Goldmaske gewesen, so eine Hydrogel. Und die war echt gut, die war wirklich gut. Ich habe aber noch genug, deswegen werde ich mir jetzt mal fix keine mehr nachkaufen. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Vitamin Duo Maske von Annemarie Berland habe ich auch leer gemacht. Eine Probe war das, das hat man so aufklappen können und da war dann da die Probe drinnen. Die Maske war mega gut. Die hat so gut gerochen, hat so gut pflegt. Ich finde die mega gut. Hätte ich nicht so viele, würde ich sie mir nachkaufen. Ein Make-up von, ich muss immer nachschauen, Huda Beauty habe ich auch leer gemacht. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Da gibt es nämlich andere Make-ups, die fand ich viel besser. Habe ich euch gerade rausgehört, ich habe einen Frosch mal, sorry. Die fand ich nur so semi-gut. Das ist ja die gehypte CC Nude Glow von IT Cosmetics. Die fand ich okay. Aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Ich habe auch nur eine Probe davon verwenden können. Mir ist ein bisschen zu sehr geglowt. Wenn das sonst ein richtiger Ausdruck ist. Der Glow war mir ein bisschen viel zu viel. Im ganzen Gesicht sage ich jetzt einmal, dass ich das mir nachkaufen würde. Und mir war das auch viel zu wenig Deckkraft. Das Make-up hingegen war wirklich gut. Nicht nur, weil ich es sowieso auch geschenkt bekomme von einer Schulung. Ich fand es einfach mega und ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich es nicht kriegen würde. Weil das fand ich echt gut. Das fand ich wirklich gut. So, einmal Nose Wraps habe ich leer gemacht und die waren kacke. Das waren diese mit diesem Zebra-Look drauf. Waren beschissen. Schlecht meine ich. Einmal Hydrogel Lip Patches von B-Routine habe ich leer gemacht. Die sind eine Freche, die kosten 3 Euro. Das ist eine absolute Abzocke. Aber sie waren gut. Aber ich würde mir die ehrlich gesagt nicht nochmal kaufen. Da bleibe ich lieber bei denen von Cadea Vera. Eine Duftprobe habe ich leer gemacht. Das war nur so eine kleine von Black Opium. Fand ich gut. Dreimal von Cadea Vera habe ich was leer gemacht. Einmal die Ho 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 und einmal die Oh Dear. Und ich finde die von den Verpackungen so, so schön und mir haben beide sehr gut gefallen. Gibt es halt leider nicht mehr. So wie leider meine Kirsch-Lippenmaske, die ich ja auch sehr gern mag und von der ich Gott sei Dank noch ganz viele Backups habe. Zweimal habe ich auch wieder einen Duschschaum leer gemacht. Ich fand beide okay, aber ich würde mir beide nicht nochmal nachkaufen. Da war mir der Lavendelduft ein bisschen zu viel. Ein bisschen Lavendel wäre ja okay, aber das war einfach viel zu viel. Das hat mir nicht gefallen, an meiner Haut jetzt nicht. Und das hat mir auch wieder an meiner Haut nicht so gut gefallen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also würde ich mir beide nicht nachkaufen. So, was haben wir dann noch? Ich habe einmal die Indus Lotion leer gemacht von Nivea. Leider gibt es die bei uns bei Müller gerade aktuell nicht. Ich glaube, die haben Lieferschwierigkeiten damit. Deswegen musste ich mir die dunkelblaue kaufen. Die gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass die bald wieder kommt, weil dann würde ich mir eher die wieder nachkaufen. Ich habe ein Mini-Duschgel leer gemacht von, das ist so eine No-Name-Marke, da ist eine Katze drauf. Princess, glaube ich, heißt das. Ja, schaut so aus. War okay, aber es hätte nach Erdbeer und Vanille riechen sollen. Hat es nicht. Ich war froh, dass das leer war. Hat mir leider nicht so gut gefallen. Dann habe ich von Ahava eine Probe leer gemacht. Das war das Peeling. Das war sehr gut. Ihr wisst ja, ich liebe das Ahava Peeling und hätte ich nicht so viele Peelings, würde ich mir das irgendwann einmal nachkaufen. Aber jetzt gerade aktuell, nein, weil ich eh noch genug habe. So. Noch eine Lippenmaske von Balea, die mag ich auch sehr gern. Habt ihr ja vor kurzem noch in einem Haul gesehen, dass ich die so bunkert habe. Was ich noch gut fand, was ich mir auch nachgekauft habe, war von Lancaster die Peel-Off-Maske. Habe ich mir jetzt sogar nachgekauft, in Gold, in Roségold, so wie ich es da aufgebraucht habe, habe ich sie noch zu Hause. Gut, dass ich meinen Kasten im Badezimmer endlich aufgebaut habe und reingestellt habe, sonst hätte ich mir wieder Sachen gekauft, die ich nicht brauche. Ich wollte mir nämlich von der alle drei nochmal kaufen und ich war brav und habe die anderen zwei weggelegt und habe mir nur die goldene noch nachgekauft, weil ich die roséfarbene eh zu Hause habe. Und das ja eh volle Duben sind und das muss ja lange halten. Leider gehen die aber aus dem Sortiment. Sie kostet jetzt nur noch 20 Euro, deswegen habe ich mir eine dann noch mitgenommen. Aber ich bin so stolz auf mich, ich wollte mal alle drei mitnehmen und habe mir doch nur eine gekauft. Bin sehr brav. Noch einmal
Hydrogel-Augenpads, aber von Essence und die waren wirklich, wirklich gut. Sie sind so ein bisschen runtergerutscht wegen diesen Flügeln, aber sie waren gut. Ich würde mir die von den Limited Editions ab jetzt immer kaufen, weil schlecht sind die nicht. Leider kann ich mir die nicht mehr nachkaufen, weil wir hatten sie bei uns in der Filiale um 60 Cent und ich finde sie nicht mehr, aber die waren echt gut. Die waren echt gut. Leider wurden die schon oft gelassen. Eine Ampulle habe ich leer gemacht, da sind aber irgendwo noch mehrere. Die Ingwer Shot, die hat vor kurzem bei mir auf der Haut brannt. Ich glaube, weil meine Haut ein bisschen beleidigt ist. Dann habe ich hier die Handmaske aufgebraucht von Action und die war so genial, die Minimaus. Die war so genial. Nicht nur, dass die Handschuhe voll süß ausgeschaut haben, da unten sieht man sie noch. Die haben so die Maschen drauf gehabt. Das war richtig geil. Also die hat so gut gepflegt, diese Handschuhmaske. Wenn es die nochmal geben würde, würde ich mir die fix nochmal nachkaufen, weil die war wirklich gut. Limited Edition Produkte habe ich auch wieder leer gemacht. Die gab es ja schon mal vorher irgendwann einmal bei Müller, diese Candy Apple Peel-Off Maske. Und dann kam ja letztes Jahr zur Weihnachtszeit die Hydrogel mit den Candy Apple raus. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich die eh nur einmal habe, dann verbrauche ich jetzt auch mal die, weil ich habe die ja eh einmal. Ich hatte nur noch eine Anwendung davon, so. Und die war gut. Ich habe mich so davor geraut, Peel-Off Masken zu machen, aber die war echt gut. Die war wirklich gut, hätte ich mir niemals gedacht. Die war auch sehr gut, das war ja die Hydrogel und ihr wisst ja, ich liebe die Hydrogel viel, viel lieber als die Tuchmasken. Obwohl ich trotzdem noch Tuchmasken kaufe. Bestes Beispiel. Die war sehr gut. Nicht, wieso nicht? So heißt die Marke, ich werde es nicht aussprechen. Da hatte ich, glaube ich, drei. Einmal die Banane, die Schoko und die Kaffee und die waren super. Also ich habe jetzt mittlerweile auch schon die andere aufgebraucht und die Schoko war auch sehr gut. Also die würde ich mir, wenn ich ein bisschen weniger habe, ich habe zwei Schuhkartons voll, würde ich mir so eine auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil die waren echt nicht schlecht. Welche ich furchtbar fand, war die hier und das war von Action eine. Das war von dieser Prinzessinnenreihe, die war ganz, ganz furchtbar, hat furchtbar gerochen, hat beim Kinn nicht gehalten, ist mir dauernd runtergegangen. Ich habe sie auch kürzer drauf lassen, als ich sie eigentlich hätte sollen, weil das ist mir einfach ziemlich auf die Nerven gegangen, muss ich schon mal sagen. Das ging mir wirklich auf die Nerven. Dann habe ich ein Deo leer gemacht von Borotalco. Das hatte ich noch, weil ich mir das einbildet habe. Ich brauche das für meine Handtasche und habe es noch nie in die Handtasche gegeben. Also habe ich es jetzt aufgebraucht beim Badezimmer. War okay, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Eine Handseife habe ich auch leer gemacht. Das ist wieder von Mr. und Mrs. Panda. Wird die heißen? Magische Beeren. Die war ja wirklich geil. Also die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich habe jetzt die andere noch. Die können wir auch bald benutzen. Und dann... Ich mag diese Seifennachfüllbox nicht mehr. Ich habe keinen Seifenspender bei mir, sondern ich habe nur so einen Metall-Shampoo-Spender eigentlich und mir gefällt das nicht und ich finde keinen passenden Seifenspender fürs Badezimmer und ja, ich bin da ein Junkie, was das betrifft leider. Aber ja, was soll's. Meine Marie Claire Reinigungsmilch ist leer worden. Ich liebe die. Ich musste mir jetzt leider immer online bestellen, weil die gibt's beim Müller nicht mehr. Die wurde leider aufgelassen. Ja, ich habe auch vor kurzem bei Clarence bestellt, ich böses Ding. Und ja, ich liebe die einfach. Ich würde die mir immer wieder nachkaufen, solange es halt geht. Der Stefan hat auch ein Duschschaum leer gemacht. Naja, ist ja zum Reinigen. Der war von mir, von dem Adventkalender, weil mir war da ein bisschen zu holzig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gib's den mal ihm. Manchmal verwendet, also ich kann heute nicht reden, meistens verwendet er nicht solche Sachen, aber der ging bei ihm urschnell leer und der hat ihm wirklich gut gefallen. Ich überlege, ob ich den vielleicht ihm kaufe, aber ich bin mir noch nicht sicher. So brav ist er nicht. Dann habe ich die No Stripes auch aufgebraucht, also ich habe es zwei, drei Mal versucht und irgendwie, ich weiß nicht, entweder haben die Rezeptur oder so verändert, irgendwie funktionieren die bei mir nicht mehr so wie vorher und das finde ich nur schade. Ich habe sie jetzt noch einmal, schauen wir mal. Ups, wenn nicht, muss ich wieder wechseln. Da ist die Probe jetzt stiften gegangen, aber ich sehe sie schon. Von Alien habe ich eine Duftprobe leer gemacht. Und ich fand den gar nicht schlecht. Ich dachte immer, dass der an mir stinkt, aber das stimmt gar nicht. Der hat wirklich gut an mir gerochen, aber ich würde ihn jetzt ehrlich gesagt mir nicht nachkaufen, weil den eh so viele haben. Zwei Shampoos haben wir leer gemacht. Das ist eher das, was ich immer verwende. Und das hat der Stefan häufig verwendet. Er liebt das. Und ich bin dazu gar nicht mehr gekommen, das zu benutzen, weil er das so schnell aufgebraucht hat. Aber ich mag beide sehr gern. Das für zwischendurch. Und das liebe ich. Ich will gar kein anderes mehr haben.
Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht, die Kokos. Wisst ihr ja auch, dass ich die Uhr liebe und ich muss noch Backups sichern, weil die wird sicher irgendwann aus dem Sortiment gehen. So wie die Niacinamid, die geht ja gerade aktuell raus und da habe ich mir sogar noch welche nachbestellt, weil ich die noch unbedingt haben will. Den Duft fand ich sehr, sehr gut. Das war von Dolce & Gabbana, der Forever. Der geht aber leider aus dem Sortiment und ich habe eh noch so viele andere Düfte und ich fand ihn gut, aber ich fand ihn jetzt nicht so gut, dass ich ihn mir jetzt gleich bunkern müsste. Was ich auch schlecht fand, war von Drusadi. Da habe ich zwei aufgebraucht. Einmal die Duftprobe und einmal so eine Miniaturgröße. Da waren 10 Milliliter drin. Die 10 Milliliter sind mir sehr ewig vorkommen. Der war nicht so mein Duft. Das war eher ein Parfum, der meiner Mama gefallen hätte. Aber mir hat er leider nicht gefallen. Gar nicht. Also ich traue den auch gar nicht hinterher, ich wollte es einfach unbedingt leer machen. Den würde ich mir nachkaufen, aber weil ich weiß, dass ihn eine Person verwendet, die ich nicht mag, kotzt mich das richtig an. Sonst wäre der nämlich wirklich gut, aber durch das, dass die Person ihn auch verwendet, nein, danke. Noch einmal die No-Straps habe ich leer gemacht, waren ja nicht so besonders. Dann habe ich einmal die bedruckten Fußsocken nochmal aufgebraucht und ich glaube, ich werde sie mir noch einmal kaufen. Weil die waren nicht so schlecht. Ich mag halt den Duft von denen so gern. Dann habe ich eine... Habe ich da nicht noch eine aufgebraucht? Ja. Ich habe zweimal eine Reinigungsmilch. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Gesichtswasser von Rahava, aber es war eine Reinigungsmilch zweimal. Habe ich leer gemacht. Weil da habe ich zuerst die von Clarins leer gemacht und dann habe ich die beiden verwendet. War okay, aber ich würde bei meiner Clarins bleiben. Eine Duftprobe, die ganz furchtbar war, von Kenzo The World. Das war dieses blaue Auge, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Oh, so schlecht war der, dass ich ihn gleich wegschmeiß. Der war ja ganz furchtbar an mir. Der hat so furchtbar gerochen, das war einfach grauslich. Was habe ich denn jetzt? Den fand ich gut, das war von Narciso der Kristall. Aber ich mag andere Narciso lieber, also würde ich mit denen jetzt nicht nachkaufen. Aber ich finde es cool, dass ich eine Probe hatte. Nachkaufen würde ich mir den nicht. Eine Lippenmaske, die ich mega gut fand und da bin ich happy drüber, weil die hat mir eine Freundin geschenkt, weil ich sie vollgejammert habe, dass ich sie nicht gekriegt habe. Von Essence, die Pumpkin Pretty Please hat die geheißen, die Limited Edition. Ich habe die Lippenpatch nicht mehr erwischt und sie war so lieb und hat mir eins geschenkt und die waren echt gut. Die waren wirklich gut. Leider gibt es sie ja nicht mehr. So... Dann habe ich die Hydrogelmasken aufgebraucht, die Lippmasken von Action, die liebe ich, ja, das, die wisst ihr ja eh, kaufe ich immer wieder nach, brauche ich jedes Mal wieder auf. Dann noch einmal so eine Cadea Vera Limited Edition von Weihnachten, die Schneemänner, die waren auch sehr, sehr gut. Also die waren auch, ich liebe die, also ich brauche, glaube ich, hier nichts dazu sagen. Viele mögen ja leider nicht die Augenpads, die was im Standardsortiment sind, aber ich mag die, ich weiß auch nicht warum. Also da finde ich die Schäben schlimmer, aber jeder hat seine eigene Meinung. Von Youth, das ist eine neue Exklusivmarke bei Müller, habe ich eine Probe bekommen. Das war von einer Hydromaske. Die hat bei mir gebrannt, die musste ich sehr schnell abwaschen. Und ich habe jetzt noch die Anti-Aging-Maske und ich bin gespannt, wie die ist. Schade, dass die so brannt hat bei mir, wirklich schade. Ich habe noch drei Masken. Einmal von Balea die Tuchmaske Chocolate Dream. Die fand ich ja mega gut, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Die war ja limitiert leider. Die fand ich überhaupt nicht gut und hat auch bei mir brannt. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit meiner Haut los ist. Von Balea die Sweet Vanilla Maske. Ich habe mir da ja ur viele gekauft und habe die alle aussortiert. Fand ich leider nicht gut, weil die hat bei mir leider brannt. Dann habe ich leer gemacht von Cadea Vera die neue Schokomaske. War leider auch nicht meins. Hat jetzt nicht gebrannt, die Verpackung ist wunderschön, aber mir gefällt dieser künstliche Schokoduft nicht. Gefällt mir leider nicht. Ich habe auch alle weggegeben, die ich mir gekauft habe. Echt dämlich. Ich werde mir ab jetzt vornehmen, dass ich wirklich nur noch eine Packung kaufe und die dann gleich verwende und dann kann ich ja immer noch schauen, ob ich sie mag oder nicht. Ein Duschgel habe ich auch leer gemacht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das ist nicht so duschgellastig, das Video. Also das aufgebrauchte Video. Von Balea die Cremedusche Sweet Clementine habe ich leer gemacht. Die war okay. Sie war gut, aber sie war jetzt nicht so, dass ich sie unbedingt bunkern müsste, weil ich mir denke, oh Gott, ich krieg sie nicht mehr. Sie war okay. Dann ist von Biore das Aktivkohle-Gesichts-Micellenwasser leer worden. Also Reinigungswasser steht drauf. Ich benutze das eigentlich, um bunte Lippenstifte wieder runterzubekommen.
oder diese langanhaltenden Lippenstifte wieder runterzubekommen. Ich liebe das. Also ich habe mir das so gerne nachgekauft, nur dann haben sie Idioten aus dem Sortiment genommen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn ich das nicht mehr hätte. Weil ich habe dann früher immer den MAC Augen-Make-up-Entferner verwendet. Und das muss ich ehrlich gesagt nicht haben. Ich hätte aber noch eine Alternatividee. Müsste ich aber gucken, ob das mit dem funktioniert. Ja, fand ich gut, aber gibt es ja leider nicht mehr. Das war von Cores die Reinigung. Die habe ich Gott sei Dank noch in sehr, sehr ofter Backup-Form. Ich glaube, zweimal oder so habe ich die noch daheim. Einmal habe ich sie jetzt verschenkt, weil ich die eh noch zweimal habe. Die war aber gut. Die war wirklich, wirklich gut. Und ich freue mich, wenn ich die bald verwenden kann, weil die kleine Größe ist ja relativ schnell leer geworden. Dann habe ich eine Gesichtspflege aufgebraucht von Estée Lauder. Die war okay. Die war okay. Da war jetzt nicht so viel drinnen. Der Duft war auch geil. Der Duft war mega geil. Ich habe in letzter Zeit so eine Phase, diese kleinen Größen aufzubrauchen, damit ich bald meine großen benutzen kann. Da bin ich echt böse, was das betrifft. Also böse. Da bin ich echt so fleißig am Aufbrauchen, damit ich eben bald die großen Größen bei mir verwenden kann, weil irgendwann nimmt das einfach überhand. Ein Serum habe ich leer gemacht. Das war ja dieses Prinzessinnen Serum von Catrice. Ich fand es nicht gut. Ich habe immer diese Rosenblätter da rausfischen müssen, weil die Rosenblätter auf dem Gesicht gingen gar nicht. Aber es war okay und ich würde es mir niemals nachkaufen. Dann, was haben wir dann noch? Ein Gesichtspeeling habe ich leer gemacht. Das war von L'Oreal, dieses Kiwi-Peeling. Das war ein kleines, ich bekommen habe mal. War gut, aber das kann man ja leider nicht mehr nachkaufen. Ich habe es auch hin und wieder für die Lippen verwendet, so als Lippenpeeling. War echt gut, aber gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich ein Fixierspray, also ein Setting-Spray aufgebracht von Lavera. Der war auch nicht schlecht, aber ich würde mir den ehrlich gesagt nicht mehr nachkaufen. Ich habe noch so viele andere Fixiersprays. Jetzt bin ich brav am Verbrauchen. Und ich habe jetzt vor kurzem einen auf Instagram gesehen von, wie hat die Marke geheißen? Ich glaube Urban Decay. Ich weiß aber gar nicht, ob noch wer Urban Decay hat. Ich glaube nicht, oder? Der hätte mich interessiert, aber ja, der war nicht schlecht. Für Naturkosmetik war er echt nicht schlecht, muss ich sagen. So, dann haben wir da noch eine Bodylotion. Ich habe in letzter Zeit wirklich wenig Bodylotion aufgebraucht. Das war von Elizabeth Arden, die Always Red, Red Drops Soufflé Bodylotion. Ich habe die geliebt, ich habe die sogar aufgeschnitten. Ich habe sie geliebt. Ich habe noch den Duft und ich habe, glaube ich, noch zwei Backups von der Bodylotion. Ja, mal gucken, wann ich die noch benutze. Aber ich will die ja in Kombi mit dem Parfum verwenden. Aber ich habe sie geliebt, nur leider kann man die ja nicht nachkaufen. Leider. Dann habe ich Lea von Charlotte Tilbury. Das hat mir mal die Tanja, glaube ich, geschenkt. Ich habe das dann ins Make-up gemischt. Dann habe ich das als Creme-Highlighter verwendet und als Creme-Highlighter ist es dann leer gegangen. Ich fand es zu flüssig. Im Make-up ging das Ding gar nicht. Ja, also so besonders fand ich es jetzt nicht. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich habe es auch deswegen nicht aufgeschnitten, weil ich hier noch so viele andere Sachen habe. So, dann nehmen wir gleich den... Ich habe es heute beim Runterfallen lassen. Ein bisschen was vom Make-up habe ich und ein Parfum habe ich noch. Stellen wir das mal kurz auf die Heizung, die sich hier abdreht. So, einmal habe ich von Yves Saint Laurent die Lash Clash in Mini aufgebraucht und ich will die unbedingt in groß haben. Ich habe aber noch so viele Mascaras, die ich verwenden müsste, deswegen kaufe ich sie mir erst einmal nicht nach, aber sie kommt auf meine Wunschliste. Die kommt auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Die hat so ein geiles Bürstchen gehabt. Da kommt leider nichts mehr raus und wenn ich sie auftrage und dann zum Beispiel arbeiten gehe oder so, bröckelt die von meinem Auge runter, weil die schon so trocken ist leider. Aber die war wirklich gut. Die war wirklich gut. Ich habe noch ein Rouge leer gemacht. Das sieht so aus. Das war von Catrice, ein ganz, ganz altes. Das war das 020 Peach Sorbet. Das ist mir, der Rest ist auch rausgebrochen. Also das war schon so steinalt. Aber es war ein gutes Rouge. Mir gehen diese alten Verpackungen von Catrice total ab. Ich habe noch so viele, Gott sei Dank, von den Verpackungen. Aber ich finde die irgendwie schöner als die neuen. Dann habe ich ein Make-up leer gemacht und ich bin so froh. Ich glaube, da ist jetzt noch so ein Futzel drin, aber ich habe keinen Bock mehr, das irgendwie rauszufriemeln. Da ist der Pumpspender kaputt gegangen. Nein, 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 tue ich mir nicht an. Ich habe zigtausend andere Make-ups. Nein. Es war okay, aber die Farbe hat nicht zu 100% passt. Das war ja von Hypoallergenic, dieses
Hanf-Make-up-Ding ist, war okay, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Eine Zeit lang habe ich das sehr gerne verwendet, da habe ich aber auch eine andere Farbnummer, glaube ich, gehabt und die habe ich, glaube ich, auch leer gemacht. Aber die 02 hat mir nicht gepasst. Die Vorgängerfarbe fand ich besser als die. Dann habe ich ein Blush, nicht ganz leer, also da kommt keine Farbe mehr ab. Seht ihr das? Da kommt gar nichts mehr ab. Zumindest nicht viel. Und jedes Mal, wenn ich das auf dem Pinsel versucht habe, na, da kommt fast gar nichts mehr ab. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, das auf einem Pinsel zu tun, hat das einfach nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Fand ich mega schade. Gibt es ja leider nicht mehr. War von MAC Unlimited das Blush-Highlighter-Ding. Ich habe ja einen komplett aufgebraucht, den goldenen, wenn ihr euch erinnern könnt. Und den rosenen habe ich leider nicht geschafft. Also der war ja steinalt, der war über 10 Jahre alt. Also kein Wunder, dass ich es nicht schaffe, aber... Für das, wie ich es aufgebraucht habe, finde ich es okay, oder? Es ist eh relativ viel weg, also. Und ich habe eh Gott sei Dank noch zigtausend andere Sachen, also ja. Dann habe ich leer ein Parfum. Und zwar von Davidoff, den One Wild. Und der war echt gut. Der war wirklich gut und leider gibt es den nicht mehr. Leider wurde der aus dem Sortiment genommen. Ja, ist halt so. Also sie nehmen leider immer die Düfte raus, die mir am besten gefallen, aber... Kann man leider nichts machen. Fand ich wirklich gut. Würde ich mir nachkaufen, wenn sie noch gibt. Aber ich habe eh so viele andere Düfte, deswegen traue ich den jetzt nicht mehr so hinterher. Er war gut. Ich habe ihn zweimal gehabt. Das war's. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, was ihr so leer gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!